Wie ihr sehen könnt, hat mein Kollege Juli-Tim anscheinend auf dem Discord von TheFuckBoom eine Bildschirmübertragung gesehen, die TheFuckBoom gemacht hat. Und das war da drin. Das ist das, was er sagt. Es ist sehr komisch. Was hat er da gemacht? Das war das Ende von der Bildschirmübertragung. Wir gucken uns jetzt halt an, was wir dort an neuen Hinweisen sehen und was für eine Story nebenbei sein könnte. Junge, was ist das denn hier? Bruder Kameramann! Nein! Der Typ ist RIP! Oh, der Kreissägenmensch ist zurück. Schwieriger Gegner. Ah. Er hat ihn aber nicht gesehen. Wurde allerdings gerade gekillt. Was ging da denn ab? Eine Kameratoilette? Wow! Ganz kurz, Moment mal, was geht hier ab? Ich gebe die Reverse wieder, hä? Reden die? Was ist das denn? Speaker? Zombie? X-Men? Leute, was ist das für ein Typ? Schreibt es in die Kommentare. Keine Ahnung. Oh, oh. Er hilft ihm. Anscheinend ein guter. Junge, sieht aus wie so ein Cyborg, ne? Skibidi Toilets sind hier. Er hat ihn anscheinend mal direkt runtergespült. Aber warum ist er da gerade so selbstsicher hingelaufen? Hatte der keine Angst vor Gott? Es geht bei den beiden ab. Oh, der Camera Titan hat mal kurz den Sägetypen am Hals genommen und gesagt, den mach ich. Ey, geil. Was haben wir hier? Zwei, Moment mal, warum drehen sich da so ein paar Kackhaufen, Leute? Hä? Was ist das denn? Ich verstehe gar nichts mehr, Leute. Ich verstehe gar nichts mehr. Hä? Ist das ein Alternativuniversum oder was? Das kannst du mir nicht erzählen. Okay, das ist jetzt ein ganz normaler Clip. Aber was hat das mit Episode 63 zu... TheFuckBoom. Hä? Ist das ein neues Video? Ein neuer Clip? Da waren Sachen im Hintergrund. Secrets. Warte mal. Da gehen wir nochmal ganz kurz zurück. Das will ich euch einmal zeigen. Wenn wir ein Stückchen weiter nach hinten gehen... Wir müssen warten. Das wird jetzt sehr, sehr schwer. Da vorne ist ein Typ. Seht ihr das? Hier auf der Seite. Ganz merkwürdig gewesen gerade. Und da unten hat sich auch wieder einer gedreht. Ist das neu? Leute, wo kommen diese Quellen her? Hä? Was ist das denn? Hat einen kleinen Touch von Backrooms. Oh Gott, die Skibidi Toilet kommt jetzt zu ihm gefahren mit dem Fahrstuhl. RIP. Er versucht zu schlafen. Der Typ in meinem Ohr. Vom Kissen oder was? Hey, look, I found some oil. Oh no! Das ist mit Abstand das witzigste Video, Leute! Skibidi Toilet in Amerika! Joe Biden auf chillig! Ey, das ist so dämlich, Mann! Und ihr müsst euch ganz kurz auch zur Geschichte, ihr müsst euch vorstellen, der hat Öl gefunden und dann kommt Amerika. Viele sagen ja halt immer, dass da, wo Öl ist und so weiter, Amerika seine Finger im Spiel hat, ne, im Ausland. Aber das soll uns jetzt erstmal nicht weiter interessieren, denn YouTube bedeutet für mich an erster Stelle Spaß, Leute. Ne? Spaß ist wichtig. Und politische Themen seht ihr genug im Internet. Das ist aber das gleiche Video wie von eben. Gibt es eine kleine Änderung? Hä? Wer ist er denn? Was geht denn hier ab? Fliegt er jetzt eigentlich vom Hausdach runter? Okay, da oben waren auch noch welche geflogen. Einer fliegt mit ihm sogar mit da. Komisch. Das war gerade der G-Mod, ne? Alle tanzen da komisch. America. Stopp! Kommt euch diese Szenerie bekannt vor? Das hier ist der Ort von Skibidi Toilet 62. Weiß gar nicht, ob es euch aufgefallen ist, aber das ist genau der gleiche Ort. Interessant, oder? Und Obama kommt. Mit einer goldenen Toilette. Weiß man auch nicht. Warum? Was ist das hier? Hä? Putin?
Ah ja, und der kommt jetzt hier in die Stadt einfach rein. Ist das ein bisschen auf Ukraine angelehnt? Wäre nicht cool, Mann. Also klar, irgendwo ein bisschen Spaß, aber schwieriges Thema gerade. Bro, look, the border is open. Finally we can. Oh, sie wollen über die Grenze von Mexiko nach Amerika, Leute. Und da kommt Donny Trump. Der sagt, nee, Bruder, ich ziehe hier mal ganz kurz eine Mauer. Also, so makaber das auch ist. Junge, was geht denn bei dem ab? Was ist das? Counter-Strike? Ah, Lex, Leute. Counter-Strike Lex. Ist interessant, weil das in der gleichen Engine basiert wie Skibidi die Toilet. Hä? Megatron, was haben die hier? Was hat das mit Skibidi die Toilet zu tun? Megatron? Eine Bombe. Das hat also... Defact Boom hat das, glaube ich, alles gemacht. Ja, das stimmt. Das sind alte Filme. Haben die was mit... Lol, der Typ hat einfach den Bombensound nachgemacht. Wie dumm. Hör auf zu vibrieren, Mann! Junge, das sieht richtig komisch aus. Okay. Irgendwie dicke Musik jetzt oder was? Oh, nee. Leute, da fällt mir ja nichts mehr zu ein. Aber das ist wahrscheinlich, das hat Defact Boom vorher gemacht, diese Videos. Und deswegen kann der eigentlich so gut Skibidi Toilet jetzt machen, ne? Also er hat schon so... Bruder, das sah so falsch aus. Das bin ich, Leute, mit genau der gleichen Waffe. Safe. Ich am Chillen. Das hier macht Defact Boom oft. Er versucht seine Emotionen auszudrücken in diesen Videos. Das heißt, er chillt gerade. Dann irgendwie da in seinem Ohr. Hat er einen Hörsturz gehabt? Tinnitus vom Stress, vom ganzen Produzieren, könnte sein. Was ist das denn? Oh, was haben wir hier? Mal wieder was Interessantes. Junge, was ist das denn für ein Typ? Ist das Speaker-Toilet? Hä, warum geht die da einfach vorbei? Oh, doch nicht. RIP-Kameramann! Ja, nur noch sein Kopf ist übrig geblieben. Und jetzt kommen die nächsten Skibidis. Sind das nicht diese Toiletten, die ihn einnehmen? Die Gottestoilette kommt auch noch. Ist sie wieder zurück? Junge, wer ist er denn? Er hat einfach eine rote Hand. Einen roten Knopf an der Hand. Aha. Die Gottestoilette hat ihn, glaube ich, fertig gemacht. Da ist der Super-TV-Man. Der allerdings nichts mehr machen kann. Der Typ ist RIP. Seine Fernseher sind RIP. Und jetzt kommen die ganzen Skibidi Toilets mal und wollen den Kameramann holen. Was ist das denn für eine Maschine da gewesen? Guckt euch das mal an. Oh Gott. Hau rein, Bruder. Das war's komplett. Was haben wir hier? Interessante Location. Die Skibidi Toilet. Die Boss Toilet. Ist das hier... Nein! Ich will, dass der TV-Titan wiederkommt, Leute. Hashtag TV-Titan in die Kommentare, wenn ihr es auch wollt. Das war diese blöde Situation, wo sie ihn, glaube ich, überrannt haben. Und sein Körper erledigt haben. Die Boss-Toilette kriegt nochmal einen dicken Laserstrahl rein vom unbekannten Kameratypen. Er hat doch eigentlich gar keine Kamera mehr. Was ist mit dem TV-Titan, Bruder? Kannst du es mir sagen? Kommt der wieder? Es wird bald so einen dicken Clash geben, Leute. So einen heftigen Fight. Ob er wirklich erledigt wird? Sie haben die Boss-Toilette jetzt hier ausgeschaltet. Ob das wirklich demnächst passiert? Das kann auch unmöglich alles im Discord auf einer Bildschirmübertragung gewesen sein. Also es sind, klar, sind das auch eigene Animationen. Feiere ich auch mies. Lasst ein Like da. Hat er selber gesagt, Leute. Macht es lieber. Oh. TV-Woman wurde gefangen genommen. Anscheinend wird die jetzt auch kurz gegrillt, oder was? TV-Woman, mach mal was. Die lacht sich einen Ast ab. TV-Man ist auch dabei. Was ist das denn?
Ja, warum lachen die denn? Ah, deswegen. Weil der Typ direkt RIP ist. Die war gar nicht gefangen genommen. Er macht nochmal einen dicken Shot rein und sagt zu seinem Kollegen so, keine Angst, ne? Oh, ist schon süß. Lachen die immer noch? Ja, ihr seid richtig krass. Die Scientist Toilette! Aber sie ist eigentlich schon viel größer geworden, Leute. Wer ist er? Oh, wenn das der neue TV-Titan wäre, das wäre so cool, Mann. Oh, ich würde den Charakter mega fühlen. Der den Vielleicht macht er den Scientist tot irgendwann. Vielleicht war das gerade ein versteckter Hinweis. Könnte sein. Lasst ein Like da. Wie oft die das sagen, ich support mein Video ja mies. Hä? Ach! Ach! What the heck is going on Was? Digga, was ist das? Oh mein Gott, die Musik, ich schwör's euch. Aber habt ihr den hier drüben gesehen? Digga, hier ist einer am Dancen auf entspannt. Ja, jetzt sind wir drin. Junge, wie sauer der ist. Einfach Star Wars geworden. Guck dir mal an, wie sauer die Toiletten sind. Oh nein, da muss ich aufpassen. Das gibt sonst richtig Stress. Copyright. Oh, ich muss so dringend auf Toilette, Mann. Bis dahin, by the way, ne? Bis dahin habe ich echt gedacht, als ich also bis hier geguckt habe, dass, was ist das? Das ist keine Story, nix. Warum geht das viral? Aber richtig krass, dass im Laufe von Skibidi Toilet sich einfach eine richtig krasse Story entwickelt hat. Da spült er ihn das erste Mal runter. Das erste Mal in Folge 5 stirbt jemand. Tot. Und jetzt hier, ne? Kommt einer hinten raus. Und jetzt kommen seine Kollegen. Und da sieht man ihn. Team and Boss Toilet. Nee, haben wir nicht. Alles gut. Ja, jetzt gibt's mies auf die Fresse. Später wird's natürlich geiler, weil da die Folgen länger werden. Oder einfach runtergespült, ne? Ey, das bin ich, Graffiti. Wer sind diese Stinketoiletten? Ich sag, wie es ist. Der danzt auch einfach auf entspannt vor der Polizei da weg, ne? Tja. Pater Unser! Gib mir die göttliche Skibidi Toilette! Und jetzt, wenn sie reinkommen. Hey Bruder! Da ist er! Wir wollen bei dem ins Klo scheißen, Mann! Oh, Alter, er hat den so gegessen. Guck mal, hier sieht man mit seinen roten Augen, wie er plötzlich zum Demon wird. Völlig krank. Gute Arbeit, Jungs. Gute Arbeit. War gut. Wichtig auch. Wer ist er? Ist okay. Wo ist er? Der Teufel!
Guck, wie sie da oben schon die Toiletten verprügeln. Junge, geil. Junge, ja, Cameraman. Bam. Ups. Oh, oh, noch. Junge, hier, das erste Mal, große Schlacht schon gewesen. Viele sind tot, ne? Bruder! Wie das Klo runterfällt, so krass! Junge, hier ganze Armee, ne? Er, einfach Zündung! Ein Riesenschlag gegen die Skibbity Toilets und dann kommt dieser kleine Peace-Typ da und schmeißt ihn runter. Aber er lebt noch ein bisschen, jetzt nicht mehr. Der gefährlichste von allen. Der gefährlichste Skibbity Toilet. Da ist er. Wir werden ja im Laufe der Story jetzt sehen, was da passiert. Meine Mutter, wenn ich aufräumen soll. Digga, das ist auch zu wild, wie er rauskommt. Tschüssi. Psst, da scheißt gerade einer. Einfach eine Kamera mit einem dicken Laser und dann zip, Kamera weg. Junge, guck dir an, wie viele da auf einmal kommen, Bro. Feierabend. Power is gone. Aber nix. Zü. Junge, schlag sie kaputt. Digga, er kommt so reingeslidet. Weg. Und grab. Ja, so gut. Mach ihn! Da sieht man ihn das erste Mal! Das ist Camera Titan! Ja! Liked alle! Ansonsten kommt er vorbei. Kuss. Cameraman! Camera Titan! Ja! Yo, Digga! 1 gegen 2, du Schweine, und punch den! Tschüss, Digi. Der Typ ist jetzt sowas von RIP, Leute. Gönn ihm den Flammenwerfer! Ja! Bruder, ist der abgerippt worden. Geil, Mann. Ich lieb's. Ja, für ihn sieht's aber auch chillig aus, ne? Alter, mit dem SWAT-Schild. Tü. Sehr schade, weil hier muss er direkt wegfliegen. Das erste Mal, dass er so ein bisschen, also er fliegt sozusagen weg, ne? Und man merkt halt, er packt es nicht gegen die Boss-Toilette, schafft er es nicht. Und da ist sie. Hü! Geilste! Eine der geilsten Situationen, eine der coolsten Episoden, die es in Skibbity Toilet eigentlich gibt. Hey, Mann! Und dann so, wo ist die Boss-Toilette, du stinke Klo. Ich sagte gar nichts, Mann. Und dann nur noch, okay, Digga, drück die Spülung. Krasse Reaktion, oder? Und dann, Digi, guck der ins Haus rein. Ciao, Leben. Süß. Und jetzt gibt's Stress. Guck die Jungs da oben. Man denkt, ey, das ist es. Die haben's geschafft. Er wird gespült. Und da sieht man, wie mächtig diese Toilette ist. Na, Jungs, ich werd nicht runtergespült. Feierabend. Süß, 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 süß. Süß. Titan Cameraman wird repariert. Er wurde geschwächt. Da kommen die Klos. Weg hier! Und Digga, er macht diesen. Na, Jungs? Wollt ihr mal meinen Finger sehen?
Tü! Digga, gut Job! Boah, habt ihr es gerade gesehen? Alter, der ist hier gerade ein Cameraman. F an den Cameraman, Leute. Der ist ihm bei lebendigem Leib. Dickes F an Cameraman. Aua. Was machen die denn da, Mann? Helft ihm einer! Bam! Spülung! Bam! Noch eine Spülung! Hast du seine Augen gesehen, Bruder? Guck rein! Guck seine Augen an! Bei dem ist doch nichts mehr alles frisch in der Birne! Gut Job! Das gibt Copyright-Stress. Da müssen wir aufpassen. Das ist ein Lied, das darf ich eigentlich nicht im YouTube-Stream abspielen. Da muss ich sehr, sehr viel dazwischen quatschen, aber das ist okay. Guck dir die Augen an. Er sagt, setz mal die Kopfhörer auf. Bruder wird jetzt laut. Dreh auf! Bam, badam, bam. Voll gut. Junge, guck hier, der eine Speaker. Snack. Smash. Oh. Ist das Gigachat, der hier kämpft? Was meint ihr? Ist das Plungerman? Gigachat? Yo, wie er ihm so einen reingekriegt. Digga. Yo, so ein geiler Fight. Und dann hier denkt man so, nein, Bruder, bitte. Gute Arbeit, Diggi. Und jetzt. Jetzt, Chat. Jetzt wisst ihr, wer kommt. Speaker Titan. Da ist er das erste Mal. Bam. Smackdown rein ins Gesicht. Und runtergespült. Bei dem Typen ist absolut Feierabend, Mann. Und das war's komplett mit dem. Hau rein. Ja, die Kamera hier. Das sind so Drohnen, ne? FBI, open up! Ey, Bro! Und tschüssi. Die Jungs haben gerade ein Lagerhaus hops genommen, ne? Sehr, sehr geil. Was ist das hier? Daran kann ich mich gar nicht mehr erinnern. Mafia-Toilette! Ich hab da gar nicht drauf geachtet! Die Skibidi-Toilets werden hergestellt! Die Mafia-Toilette. Der Patron. Ich glaube, du solltest rennen, Bro. Nicht, wenn der Titan-Speaker am Start ist und die ganze Bude ausräuchert. Let's... Jawohl. Diggi, er hat ihm so die Schelle mit der Hand gegeben. Ey, zu gut, wie der hochgeflogen kommt. Und dann psch, einfach... Digga, das ist schon ein geiler Typ. Oh, guck dir an, wie der Kopf zittert, Chat. Guck genau. So ein heftiger Charakter. So ein heftiger Charakter. Bam. Tschüssi. Bam. Tschüssi. Und jetzt die Kamerafrau. Hä? Was passiert hier? Kripp, Digga. Kripp, Digga. Hier habe ich's euch gesagt. Das ist die Opa-Toilette. Sie ist zum Boss aufgestiegen. Die schlimmste Toilette. Aus seinem Mund kam der. Feierabend. Damit beginnt alles. Wirklich alles. Er steht doch einfach auf zwei Klos, Mann. Oh, da sieht man das erste Mal. Er kämpft gegen seine eigenen Leute. Und da wird der nächste schon gerippt. Feierabend. Das ist schon ein Anblick, Leute. Also ich sag mal so, ne? Als wir da waren, dachte ich mir, okay...
Digga, jetzt nimmt die ganze Story so richtig Fahrt auf. Der Kampf ist ganz schön lang. Wir sind noch nicht mal ansatzweise bei der Hälfte. Die Skibidi-Toilet-Serie ist so lang, Leute. 40 Minuten geht die. Guck hier. F an unserem Bre. Er wird gegessen. Nicht cool. Nicht cool. Ja, da sind sie wieder. Der Speakerman. Smackdown. Rein ins Gesicht. Und jetzt. Nein. 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 Jetzt ist Feierabend, oder? Sie sind auf ihn aufgesprungen, Leute. Not good. Not good. Sie sind drauf, oder? Einer hat ihn erwischt. Das schlimmste Ereignis in der gesamten Skibidi-Toilet-Serie ist jetzt passiert. Oh oh. Nein! Digga, die haben so einen Master-Move dahingelegt. Uff. Da sieht man's wieder. Es gibt einen dicken Fight mit den Boxen. Alles RIP. Und jetzt geht's rein. Boss-Toilette. Nein! YouTube! Ich bin mein Job los! Danke, Boss-Toilette. Vielen Dank. Junge, zu wild der Jumpscare. Zü! Oh, Junge, guck, ey. Wie sie ihn überfallen, ne? Da das erste Mal, nach 2, 3 Folgen, denkt man sich so, okay, die sind jetzt eingenommen, sind jetzt Roboter, alles Mögliche. Und man denkt sich jetzt so, gibt es was, um das aufzuhalten? Und jetzt, der Lichtblick am Himmel. Kommt einer von oben und reißt ihn das Ding runter. Jetzt wird das Ding erstmal ganz, ganz schnell weggeknackt. Und hier kommt das erste Mal auch der gute Moment. Ja, Mann, wir haben ihn befreit, Digga. Nicht schlecht. Geil gelaufen. Aber es sind zu viele eingenommen. Es werden immer mehr. Der Laser geht auf ihn. Runtergefallen, direkt tot. Und auch auf die anderen. Sehr geil. Und er tanzt schon wie. Oder das war's wie so ein Furz im Wind, ne? Feierabend! Er sollte die Waffe noch sa- Warte mal, was hat er gemacht vor seinem Tod? Er gibt noch einen Daumen! Er gibt noch einen Daumen! Und dann ist er RIP! Ja, Bro, was soll ich sagen? Zu schlimm! Nein, gar kein Daumen. Warum sitzen die da und essen schon wieder Popcorn? Ist da einer Pommes? Nee. Der hier hat gar nichts in der Hand. Heftiger. Der hat sein Essen schon früher gegessen. Das ist wie im Kino, Leute, wenn man die Werbung guckt, ne? Und dann isst du dein Essen vorher schon auf. Wer kennt's, Digga? Original. Original 1 in Chat, wer es kennt. Jedes Mal, ich gehe ins verdammte Kino. Ich war das letzte Mal vor anderthalb Wochen da. Ich pack mir da meine M&Ms auf den Knödel, mein Popcorn, Digga, und ich snack's mir rein und die Werbung ist vorbei und der Film fängt an und ich habe nichts mehr zu essen. Mann! Junge, hör dir mal den Ton an. Tja, Jungs. Jetzt ist Feierabend, denn es gibt aufs Maul. Ja, rein da, Digga, fetz ihn um. Spül das Ding runter. Runterspülen. Ja. Oh, Leute, das sieht gut aus, Digga. Sehr nice. Sehr geil. Das war das erste Mal, wo ich gedacht habe, okay, Digga, der Titan Speakerman könnte jetzt ja dann wieder einer von uns werden. Aber dem war nicht so. Hör dir das mal an. Yes! Junge, was ein Fight! Yes! Rein da! Und Digga, schlag ihn richtig zusammen! Nein! Nicht so! Junge, richte die Karre aus und schieß drauf! Ich
hasse den, ne? Ich dachte mir, okay, Digga, jetzt könnte es was werden. Kommt diese Scheiß-Boss-Toilette um die Ecke und nervt. Und zerstört gleich den ganzen Panzer. Junge, Fetzerei. Punch ihn. Giga-Chat. Giga-Chat. Plunger-Man. Das ist er. Das ist er. Bam. Aber er wird nicht getötet, denn TV-Man kommt. Das aller... Digga, ich krieg Gänsehaut. Das allererste Mal, als TV-Man kam. So heftig. Hashtag TV. In den Chat. Junge, der Sound. Digga, Gänsehaut, wenn ich das nochmal höre. Tschüssi. Geil. Sehr geil, Digga. Ist ein Charakter, der hat mir sehr gut gefallen. Da ist der Pümpel. Giga-Chat hat ihn wieder. Und sagt, komm. Komm mal her hier, mein Bester. Jetzt gibt's mal dick auf die Fresse. Und der TV-Man sagt, nein, nein, Digi. Bleib mal weg. Da kommt er. Wer ist das? Was ist der Name von dem Typen? Big TV-Man? Big TV-Man? Mal guck hier. Bro, das ist meine Mom morgens, Alter, wenn ich zur Schule sollte. Feierabend. So cool, so cool. Und da fing es an mit den versteckten Nachrichten, die jetzt kommen. Ich glaube, jetzt kamen sie, ne? Habt ihr gehört? Die ganze Armee, die werden so zerstört von diesen TV-Men. Aber TV Titan! Let's go! Ah, ja! Boots! Er spült sich selber runter, so geil ist das, Mann. TV-Man kommt später zu dir. So ist das jetzt. Ted, wollen wir auch mal eine Ansage machen? Danke, Bro. Oh, so ein Süßi, Leute. Da habe ich gedacht, so, okay, Mann, der ist cool. Er sagt, nein, nein, Digga, lass, ich mach. TV-Man ist die Lösung. Eine Sache, die ich nicht verstehen kann. Hört mal zu. Ihr seht diese beiden Infected Skibidi Toilets hier. Das Licht vom TV-Man sorgt dafür, dass die keine Kontrolle mehr haben. Warum konnte Cinema Man TV Titan nicht Speaker Man Titan befreien? Warum ging das nicht? Das ist die Frage, die ich mir die ganze Zeit schon stelle. Die laufen da weg. Seht ihr das? Weil er kein Gesicht hat. Weil Speaker Man nicht sehen kann. Punkt für euch, Chat. Bin ehrlich. Tschüssi. Oh, was haben wir hier? Big TV Man. Sonnenbrillen auf. Ganz schön hell. Blöd gelaufen. Die machen sich einfach aus dem Staub. Giga-Chat. Plunger Man. Da ist er. Alleine haben die TV-Man den alleine gelassen. Doch nicht mehr so cool. Na, wie es ist. Mach ihn kalt. Macht er nicht. Alter. Junge, wie er die Toilette weggesmasht hat, Mann. TV-Titan ist der coolste, Alter. Naja, fast. Später ist jemand anderes der coolste. Skibidi die Toilette oder Cameraman? Cameraman, natürlich. Boom! Jetzt kriegt er den Fernseher rein in sein Gesicht. Smackdown! Die Rakete, Junge, die hat so rein.
juckt ihn null, denn er verwandelt sich in Cinema Titan. Hoho, yes! Super Saiyajin! Geil! So nice! Da haben wir das erste Mal eine ganz ungünstige Situation. Es kommt zum Showdown. Verdammt, ey. Überleg mal. Er ist richtig sauer und ich krieg schon wieder Gänsehaut, Diggi, weil der Kampf, der wird so heftig, Mann. Ist jetzt so geil, Alter. Giga-Chat. Da ist er. Main-Character. Er ist wieder hier. Er taucht in jeder Folge auf. Hier ist er schon mit seinem Pümpel und so, ne? Da ist der Kampf! Junge, er ist so sauer, Alter! Titan Speakerman, keine Chance zu. Digga, wie die sich fetzen! Es explodiert, es kracht mal in Rastatt! Er reißt ihn, seinen Speaker ab. So heftig, er wurde verwundet. Und da merkt man auch schon diese Balance, ne? Der Titan TV Man ist der absolute OG aktuell. Ah, flüchtet er. Titan Cameron ist mein Fave-Charakter. Wir gucken später rein, aber ich sehe schon, der Chat hat einen Lieblingscharakter und ich auch. Was ein Fight, Junge. Das war so ein krasser Kampf. Stabil. Da gibt's den nächsten Fight? Nein. Titan TV-Man will ihn kriegen, aber... Er wird überrascht. Was ist er eigentlich? Skibidi Pissoir? Ich freue mich schon auf das Dubbing, also wenn ich deren Stimme spiele, wenn er rauskommt und sagt: Wer hat hier mein Klo voll gepisst? Junge, das war die Dicke gestern beim All You Can Eat. Sag dir, wie es ist. Okay, der war heftig. Der war heftig. Aber ey, da war gestern so ein Panzer. Ich schwöre es dir. Es gibt, ich sage, ich mache mich nicht lustig über dicke Menschen, aber es gibt Grenzen. Ich bin selber dick, okay? Ich bin selber dick, Chat. Guck, ich bin selber dick. Aber es gibt Grenzen. Das war gestern beim All You Can Eat, beim Chinesen. Ich war gestern beim Chinesen, hab einen Fan getroffen. Digga, mit dem Essen. Ja, also es war schon echt sehr schlimm. Puh! Er hat ihn direkt kaputt gemacht. Aber wenigstens ist der Cameraman wieder draußen. Die sehen wieder Licht am Ende des Tunnels. Oh, das wird ein geiler Kampf. Titan TV Man in der dritten Folge schon auf der Spur von Titan Speaker Man. Er will ihn unbedingt bekommen, ne? Man denkt die ganze Zeit, schlimmste Folge jetzt. Denkt die ganze Zeit, er kann ihn packen. Und dann kommt diese schleimige Boss-Toilette. 1 gegen 1. 1-on-1. Würde er ihn so zerstören? Und guck es dir an, er stirbt eigentlich. Dann kommt die Pussy von hinten. Mit einer Kreissäge. 2 gegen 1. Junge, er kriegt noch einen Laser rein. Da, guck es dir an. Jetzt hätte er ihn wieder gemacht. Da kommt Speakerman, Titan! Digga. Er ist zum Glück weg, ne? Zum Glück ist er weg. Aber das war dickes F für Titan TV Man. Wir haben ihn seitdem nicht mehr gesehen. Er ist verwundet. Er wurde so hops genommen in sein Gesicht. Wurde mit einem Messer reingestochen. Drecksboss-Toilette. Ich freue mich, wenn die drauf geht, Mann. Da war es. Da fuck boom. Er hat alles gesehen. Hier, Giga-Chat wieder am Start. Hat kurz... Nein, Giga-Chat kommt jetzt.
Let's go! Guck, er hat eins. One on five. Also eins gegen fünf. Danke, herzlich willkommen in der Familie. Eins gegen eins, one on one in der Zeit. Eins gegen zwei. Eins gegen vier. Nein, eins gegen eins. In der Zeit hat der Gigachat alle kalt gemacht. Digga, krass. Aber hier, sehr gefährlicher Moment. Er konnte sich retten. Wir gehen zurück. Guck genau hin. Hier. Er konnte sich noch retten. Springt nach unten und war gesaved. Da ist die Boss-Toilette. Nein, das war G-Man, ne? Und da sagst du, nee, Bruder, mir geht's gar nicht gut. Und hier denkt man schon so, oh oh, jetzt ist Feierabend. Jetzt ist Feierabend, aber der Main Character ist back. Der Charakter, der Titan Speaker saved, TV Woman, die hat in später hat sie eine ganz besondere Rolle. Zu nice. Guck die Fähigkeiten an alleine, wie krass. Direkt verbrannt, der Typ. Direkt RIP. Der Fernsehermann. Voll geil. Tschüss. Master Gamer, Kuss geht raus. Danke fürs Kompliment. Er ist verwundet. Hat sie ihn gerade ran teleportiert? Habe ich das richtig gesehen? Sie portet ihn einfach ran. Wir sind weg. Digga, jetzt. Die Folge baut auf was ganz Geilem auf. Denn ihr wisst, wer gleich kommt. Ihr wisst, wer gleich kommt. Titan Cameraman. Ja, Alarm. Junge, Junge, Junge. Der Alarm. Ihr seht schon, es wird alles zerstört. Man denkt sich so, scheiße, Bruder, was geht denn jetzt ab? Die ganze Base wird zerstört. Bro, jetzt ist Feierabend. Nix, Kamera. Nix. Was geht hier ab? Raketen. Basis wird zerstört. Bis er kommt. Der Titan Caravan ist zurück. Und Junge, guck, der hat mir ihn lasert. Bam. Schelle rein. Links, rechts, Kombi. Hammer. Bam. Wo ist der Plasmawerfer? Ich will ihn sehen. Er denkt sich so, Diggi, ist das dein Ernst? Dein bisschen Feuerzeug willst du mich jetzt rippen? Mit bisschen Feuerzeug? Plasmawerfer rein. Das ist so cool, Mann. Der hat ihn so weggegrillt, Alter. Geil. Ich lieb's. Digga, auch Magnetkanone. Smackdown at its finest, Digga. Alle ein Like da lassen für den Stream, sagt er. Finde ich gut. Wollen wir mal die anderen fragen, ob was die sagen? Sollen wir Like für den Stream da lassen? Wir fragen die anderen kurz. Ja, 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 ja. So viele, so. Oha, Digga. Dieser Support auch von den Camera-Dudes hier, finde ich gut. Lasst ein Like da, wenn ich Camera-TV-Man-Kostüm anziehen soll demnächst. Ich mach's wirklich. Es kommt, glaube ich, ein Speaker-Man-Kostüm bei mir demnächst an. Das ist so lustig. Hier, Digga, wir sehen den OG, wie er alles zerstört. Bro, der ist so sauer, Alter. Da ist der Hammer. Tschüss. Winke, winke. Ey, das ist die geilste Szene, Mann. Und tschüss. Ich muss sagen, Digga. Geiler Film. Aus Gimme the Toilet könnte man echt einen Film machen, Digi. Da ist der Gigachat. Er lässt ihn runter. Er hatte ihn die ganze Zeit dabei. Die ganze Zeit. Bomb! Dahlmeier Protomo. Okay. Komm,
Kommt her, meine Kleinen. Die Zerstörung ist da. Und man denkt sich so, oh no. Schlechte Situation. Aber der Gigachat regelt. Putz, hat er ihm geholfen. Junge, er ist immer da, wenn man ihn braucht. Da kommt der Titan Cameraman. Junge, die beiden sind ein Dreamteam, Digga. Aber was ist das? Digga, der Typ ist so cool. Mit seinem Pümpel. Wie kann man mit einem Toilettenpümpel so cool sein? Habt ihr es gerade gehört? Er hat die Skibidi Toilets gezählt. Habt ihr es gehört? Passt auf. Es sind Skibidi Toilets. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Der müsste jetzt 7 mal piepen. 8 mal habe ich gezählt. Weil der noch kommt. Wild. Der geil, geil, also wirklich wild. Der Titan Cameraman, Junge. Wie er die Flanke deckt und jeden zerstört. So krass, Mann. Aber was ist das eigentlich für eine Toilet? Ist das die Bombe? Die Bomb-Toilet? Ich weiß nicht. Schwierig. UFO. Guck hier, ne? Direkt weg. UFO, Skibidi Toilet. Die Geheimwaffe. Die Geheimwaffe. Jeder denkt jetzt so, oh mein Gott, ist das ein kranker Panzer. Dachte ich auch. Bis wir zur nächsten Folge kommen. Habt ihr gesehen, wen checkt er da aus? TV-Woman. Der Typ ist verknallt. Ist das der Gigachat? Nee, ne? Ist das Gigachat? Mann, ey. Wenn das Gigachat ist, nehme ich den Ehenschutz. Mach ihn weg, Alter. Guck ihn dir an. So gut, Mann. Ich lieb's. Junge. Geil. Der fällt runter wie ein nasser Sack, ne? So gut. Und tschüss. Doch nicht. Digga, zu wild. Dickes F jetzt. Dickes F, Mann. An den Bro. Big F. Der Arme. Da ist er wieder. Das war nicht Gigachat. Es war nur einfach nur random. Junge, ihr wisst, was kommt. Ihr wisst, was kommt. Wir sind in der Wüste angekommen. Der Panzer, Leute. Der soll alles verändern. Dieser Panzer. Der da. Titan Cameraman, der Ehrenmann. Junge, hat der durchgezogen. Alter, ist das geil. Ich wäre auch gern so groß. UFO-Toilet. UFO-Skibidi. Er muss sich kurz drum kümmern. You had one job. Du hattest einen Job. Diesen scheiß Panzer da durchzufahren. Einen Job. Junge, der Fußtritt. Bam. Das war direkte KO. Rein geht's. Lydia, vielen, vielen Dank. Herzlich willkommen in der Familie. Scheiße gelaufen. Bixas. Clean Hit auf jeden Fall. Junge, die Kamera, also ich schwör's dir, die Grafik ist schon wild.
Der brennt, es geht in die Toilette. Da ist er. Digga, da ist er. Titan Speaker. Da! Wie viele der wieder kalt macht von seinen Kollegen. Guck. Junge, lauf. Ich kann mir das nicht ansehen, Mann. Es ist nicht cool. Mm-mm. Wir kommen immer näher. Ihr wisst, was das bedeutet. Ich weine noch nicht, alles cool. Aber gleich safe. Titan Speaker Man. Der Final Kampf. Guck, wen er alles vernichtet, Mann. Der Final Fight. Die Musik und so, Digga. Mm-mm. Junge, guck, wer ihn gibt. Bam! Wie er sich wehrt. Dann kommt wieder der kleine Pisser um die Ecke und mischt sich wieder ein. Schau wieder, 2-1. Was soll das? Dem hat er gegeben, Junge. Sag dir, wie es ist. Blunterman! AK Gigachat! Big F. Nicht cool. Einer der krankesten Charaktere, dead. Und wir wissen nicht, ob er noch lebt. Er ist tot. Ja, guck dir das da oben an. Bam! Jetzt ist der nächste dran. Digga, zieh dir diese Scheiße rein, ist das geil. Und dann mischt sich wieder einer ein. Und da die nächste Situation. 4 Katanas. Wer hat ab jetzt gedacht, das war's? Wer hat hier gedacht, jetzt ist Titan Cameraman tot? Ich dachte gerade so, dass du verarscht mich jetzt. Du kannst jetzt nicht den umbringen. Mm-mm. Er nimmt dir die Maske runter und smackt ihn direkt weg. Der Typ, Alter. Und wer hätte gedacht, dass er jetzt, spätestens jetzt, weg wäre. Ich dachte, er wird jetzt eingenommen. So von dieser Skibidi-Ekeltoilette hinten, ne? Ich dachte jetzt, er ist RIP. Der Typ ist jetzt komplett Ripperino, Digga. Das ist Feierabend. Schweinehund. Aber TV Woman ist da. Guck, wie er sich wehrt! Und da kommt wieder diese... Wenn ich könnte, ich hätte immer... Mann, Alter, immer 2-1! Guck, wie er Angst hat. Er kann gar nichts machen. Er kommt nicht klar auf sein Leben. Er weiß nämlich, jetzt ist er am Arsch, Mann. Jetzt ist er am Arsch. Er weiß ganz genau, dass wenn jetzt... das Ding gut geht, der wird so in sein... Der wird gerippt. Genau das weiß er jetzt. Junge, guck! F! Digga, die schlimmste Toilette, die es gibt! Bam! Aha, sein Laser geht wieder. Vorher nicht. Sein Laser ging vorher nicht. Er ist wieder da. Guck, wie sauer er ist. Ich glaube, er weiß, was abgeht. Er schaut, als ob er traurig ist und genau weiß, Digga, nee. Was hab ich getan? Safe. Und wo geht der hin? Bruder, dem geht's noch gut mit 4 Katanas im Körper. Leck mich fett, Alter. Der ist so cool, der Typ.
wild. Oi, 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 was haben wir hier? Cameraman wird gefressen? Diggi, was ist das denn? Wer ist er denn, Bro? Ja, der Spiegel-Titan! Smash! Einfach, er ist zurück. Er fallen jetzt rein. Und was willst du denn eigentlich? Jo, er hat ihm so einen dicken Schrott gegeben, Mann. Als ob dem das was ausmacht. Ich habe eben schon ein Secret gesehen. Aber das hier. Junge. Titan Cameraman ist auch am Start. Ja. Okay, Digga. Das ist ein sehr, 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 sehr geiles Ding. Da war noch ein Secret. Was haben wir hier? Yo, wer ist er denn? Er wollte gerade einen Cameraman fressen. Junge, was ist das? Alter, was ist das denn? Ja! Let's go! Bam! Der Speakerman fetzt 3, Digga. Und das war's mit der Toilette. Und da kommt der Cameraman Titan und schiebt das Klo mal ganz woanders hin. Digi! Ja! Let's go! Die beiden, die Junge, die zerstören alles. Guck es dir an. Die Speakermans, sie übernehmen wieder die Stadt. Yes! Jetzt ist Feierabend. Die Skibbity Toilets kommen langsam zu ihrem Ende. Ja! Junge, ich bin heiser fast. Ich glaube, ich werde krank. Digga, war das ein geiles Video. Was haben wir hier? Show me. Der Cameraman ist am Start. Die Skibbity Toilets haben sich versammelt. Reden die gerade miteinander? Bro, was geht denn hier ab? Was läuft denn da? Ich hab's euch gesagt! Ich hab's gesagt, der Typ nimmt alles auseinander! Ich wusste es! Ich wusste es! Guck dir den an! Es gibt eine Secret Message! Bro, was ist das für eine Folge? Let's smash him! Was geht hier ab? Oh, der Cameraman ist am Laufen. Alter! Bruder! Der Typ ist rolling. Aha. Wer ist das? Yo! Der erinnert mich an irgendjemanden. Was ist das hier? Bro, was ist denn das? Diggi! Alter, da waren ja gerade so viele Sachen drin, über die wir reden müssen, Leute. Was haben wir hier? Oh, ey Junge, der schlürft da entspannt sein Drink, oder? Jo, was geht? Hallo? Was läuft denn hier? Geil, Alter. Ja, was soll man machen, Bro? Oh, oh. Scientist? Was passiert da? Ach du Heiliger, was kommt da? Bruder Rip! Bruder Rip! Die sind alle dead. Oh mein Gott!
Die Skibidi Toilets greifen wieder an, aber stärker als je zuvor. Oh mein Gott, was ist das? Nein! F an den Kameramann. Was haben wir hier? Was passiert da? Bro! Skibidi Toilets greifen alles an. So ein Typ ist an einem Geschütz. Okay, knallt ordentlich rein. Er hat aber direkt einen abbekommen. Cameraman? Geht's dir gut? Oh Gott, was ist das denn? Nein! Ach du Heiliger. Hä? Ist das ein neuer Speakerman? Es sieht ganz danach aus. Junge, was geht denn hier ab? Ach du Heiliger, das geht ja noch weiter. Den kennen wir, das war der aus der letzten Folge, glaube ich. Wo sind Titan Cameraman und Titan Speakerman? Wo seid ihr? Helft doch endlich! Wer knallt die da gerade runter? Hat der gerade geredet? Plungerman! War er das? Ist er das? Ja, es ist, das ist Plungerman! Gigantschild ist wieder zurück! Ja! Let's go! Da habe ich mal ganz kurz meinen, wer ist das da im Hintergrund? Gucken wir uns gleich an, Alter. Was geht denn jetzt ab? Bruder, zu wild, ich habe ein Secret entdeckt. Ja, Mann! Er ist wieder da! Das kann nur er sein und er zeigt einen Mittelfinger. Wow, Moment mal. Der Typ ist noch nicht RIP. Aber jetzt, oder? Bro! Was ist das? Ach du Heilige. Das war gerade ein Bomber. Aber Titan Cameraman und Titan Speakerman kommen endlich! Yes! Sie sind da! Junge, was war das für ein geisteskrankes Video?